Hallo liebe Kribbelkrabbel und willkommen zum sechsten Mal Lego Explorer, diesmal Thema unglaubliche Insekten mit dieser Feuerameise, die wir uns gleich auch anschauen werden, Polybag L94-3, so sieht sie aus, werden wir gleich reinschauen, das Heft kurz. Lego Explorer ist ja immer ein bisschen anders als die Blue Ocean Hefte, die wir so kennen, sprich das hat nichts mit Comics und Rätsel-Comics-Spiele zu tun, sondern ist mehr Tipps zu Lego, Inspirationen zu Lego, Informationen über das Thema, um das es geht, also diesmal viel über Insekten und Spinnentiere. Ich glaube, einmal taucht auch ein Tausendfüßer auf. Bisschen Rätsel, bisschen was über unser Modell und worauf es basiert, also überhaupt zu Ameisen. Das hier ist auch eine schöne Ameise. Schön gebaut, gefällt mir sehr. Eine Experimentierseite, diesmal zum Thema Brücken. Also quasi Brücken in dem Sinne, ne, wenn man Legosteine so zusammensetzt und dann halt seitlich gibt, was können die, was machen die. Ah, ich hatte gehofft, dass ich die Seite nochmal aufschlage. Das sieht so herrlich bescheuert aus. Es sieht aus wie ein Grashüpfer, der sich gerade richtig auf die Fresse gelegt hat und aufgegeben hat. Wunderbar. Wir haben ein bisschen was über Microbuilds und ansonsten, wie gesagt, über Insekten. Auffällig, dass auch hier mal wieder Lego Space auftaucht mit so einem Alien. Ich frage mich, ob Lego da was vorhat. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass im Explorer-Heft Space auftaucht. Gut, das letzte Mal war Weltraum auch das Thema. Aber, bin sehr gespannt. Neben den Gerüchten, dass Burg wiederkommt, also wenn Lego wieder zu den Klassikern geht, das wird spannend. Wir haben natürlich noch ein paar Bauten der Zuschauer. Nicht zu kritisch sein, das sind halt eher junge Zuschauer, Leser bzw. Nutzer der Lego Live App. Das ist ja für vorbei. Junge, das ist einfach nur die Harry Potter Spinne. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist ein bisschen sehr lame. Aber ansonsten, hey, alles nett, alles kreativ, lustig, bunt, schön. Und hier haben wir sogar noch ein paar Mal, haben sie ein paar gefeatured. Das ist, glaube ich, neu. Das gab es in den bisherigen Heften nicht. Auch nett, dass ein paar nochmal, die besonders große, schöne, interessante Modelle gemacht haben, auch nochmal größer präsentiert werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal nett. Und das ist das Heft. Und dann haben wir unsere Ameise. Wie gesagt, 11.94.3. Ab 7, warum auch immer, von Lego, wer hätte das gedacht. So sieht das Ganze aus. Eine schöne große Ameise aus Stein. Hinten haben wir Buchstabenzeichen, Zahlen und Symbole. Und hier haben wir eine offene Tüte. Oh, ich habe durch die Trau... Jetzt braucht die Zwiebel aber nicht mehr traurig sein, weil ich habe die 0 bis 3 weggemacht. Glückliche Zwiebel. So, und wir haben unsere Teile. Nicht der größte Haufen, den Lego Explorer jemals gemacht hat. Ja, ich habe gerade gemerkt, was für einen Satz ich da formuliert habe. Das passiert mir schon mal. Okay. Haben wir interessante Teile. Erstmal haben wir eine Menge von diesem Weinrot. Das ist immer interessant. Vor allem auch die 4x4 runden Platten. Zweimal. Sehr nice. Ja gut, ein 1x4er. Einmal so eine Platte, so eine spitz zulaufende. Alles okay. Das Teil ist immer wieder nett. Ist kein seltenes Teil, aber auch kein häufiges. Hat man eigentlich immer gern dabei. Da kann man super eben gerade Insekten, Spinnen und sowas draus bauen. Oktopus, genau, beim Oktopus war das Teil auch dabei. Auf jeden Fall auch nett. Eine Menge Arme, wie es sich halt von Insekten gehört. Und diesen netten kleinen Snot Half Brick, also 2/3 hohen Stein in Braun. Nicht die häufigste Farbe, allgemein für Lego-Steine. Das ist doch alles schon mal ganz nett. Dafür, dass es so wenige Steine sind, durchaus nicht schlecht. Und ich werde jetzt mal eben die Ameise zusammenbauen. Ach, bist du was? Da dachte ich jetzt auch so mittendrin, ach komm, da muss ich jetzt nicht wegschalten für, da kann ich auch weiter aufnehmen. Das ist ja nicht das Uninteressanteste. Einige von euch haben ja auch gesagt, sie sehen eigentlich gerne Zusammenbau. Und solange das Set nicht zu groß ist, kann ich das ja auch gerne machen. Warum nicht? So, das ist die erste Seite der Anleitung schon. Deswegen muss ich gerade im Hintergrund umschalten und jetzt wird nämlich der Kopf gebaut und anschließend dran gesetzt. Okay, also einmal... So, was? Ach so, okay. Ich dachte gerade, wie will man das darauf tun, aber
Da kommt die runde 1x1 Jumperplatte drunter, dann passt das wieder. Dann funktioniert das alles, wie es soll. Fühler, mir fällt gerade auf, dass die Ameise keine Augen hat. Was in Ordnung ist, es gibt durchaus Ameisen, die keine Augen haben. Das ist egal, wo vorne ist, das ist gleich. Die Seiten sind gleich, dann ist okay. So. So, dann jedoch so. Und einmal der Hinterleib. Ich muss gerade immer ein bisschen gucken zur Seite, wie es hingehört. Boah, Kreisplatten sind immer schwierig zu verbinden. Muss man also genau die Stelle finden, an die es passt. So. Und genau, das ist schon unser Hinterleib. Klick. Und okay, feine. Eins, zwei. Ich habe uns jetzt gar nicht darauf geachtet, ob ich eigentlich im Bild bin. Sorry dafür, wenn ich jetzt außerhalb des Bildes was gemacht haben sollte. Das ist ja jetzt blöd, aber das mache ich jetzt nicht mehr rückgängig. Okay, und da haben wir es schon. Hier ist unsere, anders im Weg, unsere kleine Ameise. Kann alle Beine einzeln bewegen, den Hinterleib hoch und runter, Kopf hoch und runter, die Fühler halt auch, weil das sind einfache Hebel. Schade, dass das nicht in Weinrot ist, die Basis. Das hier komischerweise halt durchsichtig, aber gut, warum auch nicht. Macht halt nochmal einen kleinen Farbtupfer aus. Unsere Ameise, durchaus eine nette kleine Ameise. Nichts Besonderes habt ihr gerade gesehen beim Bauen. Aber alles durchaus nett, kann man machen. Jetzt hebt das Beinchen und pinkelt ihn nicht auf den Tisch. Und wir haben ansonsten noch einen schwarzen Roboterarm und einen schwarzen Hebel mit roter Basis übrig. Und das ist schon das, wie gesagt, alles nichts groß Besonderes, aber durchaus nett. An den Frosch kommt es natürlich nicht ran, der Frosch war großartig. Was haben wir nächstes Mal? Haben wir nächstes Mal einen Frosch? Nein, wir haben keinen Frosch, aber immerhin wieder Tier. Wir haben das nächste Mal einen Pinguin. So soll er aussehen, ist ein bisschen müde. Kommt am 8. Januar. Und ansonsten geht es bei den Heften weiter auch am 8., aber am 8. Dezember mit Lego Marvel Superheroes. Nee, Lego Marvel Avengers. So rum. Bis dahin.